sagt, es ist völlig egal, wie es steht. Handball spielt man trotzdem vom Anfang bis zum Ende. Und wir haben ja noch 8,5 Minuten zu spielen. Und das war klasse gespielt zwischen Julian Wiemer und Michael Bogdan, aber der stand dann leider im Kreis und deswegen kein Torerfolg für Post Schwerin. Und Manskulet Glück, dass der Ball überhaupt durchkam von Schulz auf Krüger. Aber der lässt sich die Chance dann nicht nehmen, verwandelt sich ja zum 25-13. Und auch Rafael Laborowicz bekommt noch seine Chance hier, sich auszuzeichnen. Auf Banskulets Seite dafür John Bank jetzt Platz genommen auf der Bank. Ja, da kriegen sie nicht gehalten, den Lorenz Kienitz. Und er macht ein Tor zum 25-13 und auch Georg Weber bekommt seine Chance als Feldspieler zur Außenseite und Lukas Krüger macht den Treffer für Banskulitzen. Bogdan setzt sich durch gegen Schulz und Robert Schneide-Winter-Trainer sagt da, ja, ihr müsst da helfen, ihr müsst helfen. Es kann nicht sein, dass er da alleine steht gegen den stärksten Spieler vom Post. Helfen, und das ist jetzt auch die Möglichkeit für die Spieler, die nicht so oft zum Einsatz kommen, auf Banskulet in der Seite, sich gegen so einen Gegner zu messen. Mia Bogdan dann Fuß. Es gibt auch Freiburg für Post Schwerin. Aber der Mann geht nicht richtig hin und die Schweriner spielen indessen weiter. Juhu. Mit dem Treffer. Nummer 16 für Post Schwerin. Raphael, schön gespielt. Noch auf Schulz weiter. Dann bringt den Ball zwar am Tor und das war bereits abgepfiffen. Und Georg Weber mit dem Wurfversuch, es gibt Freiwurf. Krüger mit dem Wurf an die Latte. Und der Konter vom Post Schwerin. Antonio Iovu. Sicher verwandelt. Auf Häusler und der mit dem Treffer über außen. Kurzes Doppelpassspiel erfolgreich. 27-17. Und Doppelpassspiel, sehr erfolgreich. Nur Bogdan schließt nicht erfolgreich, aber ärgert sich entsprechend. Aber die Doppelpass-Kombination über Julian Wiemer. Jetzt ein gutes Mittel zurzeit auf der Seite von Post Schwerin. Ja, über Außenseite schaltet Häusler. Und Brent versucht dann nochmal nachzuwerfen. Es gibt natürlich Abwurf. Und gut aufgepasst von Häusler. Also, sind die ungelenkt aus, sind sie eigentlich viel zu früh ab.
Aber unterm Strich erfolgreich. 28-17. Henning wird da entsprechend behindert, kann den Ball nicht vernünftig in die Mitte bringen. Versucht zu spielen und den hat der Torwart vom Post Schwerin, Malte Schülein, gut geholt. Da haben wir den Ballbesitz, wenn man seine Mannschaft erobert, ansonsten hätte es nämlich einen von der Ecke gegeben. Kommt damit den Pass nach außen auf Wiemer. Und er erfolgreich. Zum 28-18. Leon Wiese jetzt für Bansko Lezen wieder in der Partie. Und Jonas Schulz mit dem Wurf an den Posten. Und Lukas Kröger nimmt sich da die Lücke und den Wurf. Und dann kann sich Malte Stühlein auszeichnen. 28-18 bleibt es. Und Bogdan kommt da mit Schwung. Und der Treffer. Ach. 28-19 und auch und für mich ein technischer Fehler, sagt das ist natürlich richtig. Der Bandscore-Trainer wirft ein. Ne, nicht zugucken, sondern anpacken. Es kann nicht sein, dass er da durchläuft und keiner packt zu. Schlechter Pass. Und jetzt. Viel Unruhe drin im Spiel. Viele Fehlpässe. Und Bogdan holt sich den Ball. Und jetzt 4 gegen 1 und Julian Wiemer verwirft. Das war natürlich eine 100%ige Chance. Der Ball muss natürlich ins Tor. 18. Oh, Lukas Krüger hängt sich daran. Es gibt den Freiwurf für Post. Bogdan schnell ausgefüllt. Iwibu mit dem Treffer. Gedanken schnell. 28-20. Und Häusler bekommt den Ball nicht. Richtig. Oh, schlechter Pass, da viel zu flach. Da merkt man bei den Jungs von Paul Schwerin auch die Erschöpfung jetzt nach fast 40 gespielten Minuten. Jetzt nochmal schön gespielt, das ist auf Bansko Seite nicht der Fall. Fabian Schneider mit seinem Treffer. Weil die konnten ja durchwechseln, kaputt sind die nicht. Und dann übertreten von Philipp Lukas Schmidt. Und jetzt haben wir noch 20 Sekunden auf der Uhr. 29-20 der Spielstand. Nochmal Freiwurf für Bansko Lezen. Jetzt noch 3 Sekunden. Jetzt muss er werfen. Fabian Schneider. Griff zum 30-20 und das ist der Endstand. 30-20 gewinnt also die SG Bansko Lezen gegen den SV Post Telekom Schwerin 2. Was da hinten los ist.
30 zu 20 endet das Spiel der SG Banskulitzin gegen den SV Post Sperrin Telekom 2. Und bei mir habe ich den Trainer der SG Banskulitzin, Robert, erstmal herzlichen Glückwunsch, gewonnen. Trotzdem hat man hier neben uns gehört auf der Tribüne, ganz zufrieden war man nicht. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja gut, ganz zufrieden kann und soll man ja nie sein. Erste Halbzeit, also mit den ersten 5, 6, 7 Minuten bin ich schon zufrieden. Wurde das umgesetzt, was ich haben wollte, und zwar Tempo in allen Phasen, dass wir schön schnell den Ball nach vorne bringen und alles. Ja, und es ist dann nachher ein bisschen eingeschlafen. Post hat dann angefangen, sich auch mal ein bisschen zu bewegen im Angriff. Und ja, das hat dann auch ein paar Fehler von uns aufgezeigt. Und so hat sich dann, sag ich mal, so die zweite Hälfte der ersten Halbzeit ein bisschen ja, so gestaltet, wie man sich das als Trainer nicht unbedingt wünscht. Aber ich sag mal, mit der zweiten Halbzeit bin ich dann doch zufrieden. Also wir haben dann schön gekämpft, jeder hat Einsatz gebracht, daran hat es nicht gelegen, jeder hat gekämpft. Aber Fehlerchen macht man immer, ein paar Würfe zu viel ging es neben das Tor, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Spiel. Natürlich an den Kleinigkeiten werden wir weiterarbeiten dann. Ne? Ja, du sagst es an den Kleinigkeiten. Woran wirst du jetzt weiterarbeiten mit deiner Mannschaft? Ja, also es ist, ich sag mal, die große Linie wird immer noch sein, dass wir immer weiter das Tempospiel nach vorne bringen. Also wenn wir den Ball gewinnen hinten in der Abwehr, dass wir dann so schnell wie möglich erste, zweite Welle laufen. Auch im Positionsangriff den Ball schön von links nach rechts spielen. Mit Tempo die Lücken sehen, da reingehen, also Zweikampfverhalten. Das sind so, wie gesagt, Tempospiel, Zweikampfverhalten. Das sind so die großen Sachen, an denen wir immer weiter im Training arbeiten, auch in den Spielen arbeiten. Der Rest, denke ich mal, ergibt sich dann von selbst oder von alleine. Ja, die Saison läuft ja an sich ganz gut. Tabellenplatz 2 steht zu Buche, damit kann man, denke ich, zufrieden sein hier in Lezen. Die Frage ist, wie geht es darüber hinaus weiter? Wie viele Leute gehen aus deinem Kader jetzt raus zur nächsten Saison dann? Ja, also ich sag mal, die ganz genauen Planungen sind so noch nicht raus. Wir werden uns jetzt im Januar oder im Februar vielleicht mal hinsetzen und dann in aller Ruhe darüber mal reden. Wir gucken jetzt einfach noch, was die Saison bringt. Von alterstechnischen Gründen oder aus alterstechnischen Gründen ist es natürlich so, dass ein paar Leute, die 98er, dann in die C-Jugend hochgehen. Wer dann von den 99ern vielleicht auch in die C-Jugend geht, wer in die D-Jugend geht, das wird sich alles zeigen. Also da planen wir jetzt noch nicht wirklich so. Das denke ich mal, ich hoffe mal einfach, dass die Mannschaft einigermaßen im Kern so zusammenbleibt. Aber wenn es Veränderungen gibt, Veränderungen sind ja auch nicht mal was Negatives, kann auch was Positives sein. Also da schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt und was wir dann so, sag ich mal, in der Abteilung dann ausmachen. Gut, Glückwunsch zum Spiel, wünsche mir viel Glück für die weitere Saison und dass es dann auch am Ende der Saison so aussieht, wie ihr euch das vorgestellt habt, dass es so weitergegangen ist und dass es weitergeht mit der erfolgreichen Nachwuchsarbeit hier in Lezen. Das wird's wohl, danke. Vielen Dank.